Hallo und willkommen zu einem Update-Video, einem News-Video von The Isle Evrima. Es gibt endlich wieder ein paar neue Inhalte. Mit dabei ist Lusujuk. Guten Tag. Guten Tag. Als Raptor. Ich spiele gerade den Hypsilophodon. Keine Ahnung, ob es richtig war oder nicht. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kleiner, süßer... Ist das ein Fleischfresser? Pflanzenfresser? Okay, kleiner, süßer Herbivore. Mit ein paar lustigen Funktionen. Der kann unter anderem mega hoch springen. Wenn man die Sprungtaste gedrückt hält, kann man das aufladen und dann kann man einen mega hohen Sprung machen. Doppelt so hoch, wie der Raptor ist. Ja, du kannst auch so hoch springen. Lass mal Sprungwettbewerb machen. 3, 2, 1, los. Nee, du bist höher. Oh, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Was kann der sonst noch? Der kann schnappen oder was ist das hier? Ja, schnappen. Und der kann, wenn man Rechtsklick gedrückt hält, Säure spucken. Da muss man dann auf den Kopf ziehen, dann seht ihr auch diese Marker. Ich glaube, die sieht man nur, wenn man auf den Kopf zielt. Ja. Hier hinten nicht mehr. Genau. Und dann ist der Gegner blind. Der kann das allerdings sich aus dem Gesicht reiben, habt ihr ja gerade gesehen. Ich kann euch das gleich auch nochmal aus der Sicht zeigen, wie das dann aussieht, wenn man angespuckt wird. Aber das ist ziemlich cool, weil dann kann man die anspucken und in der Zeit Land gewinnen. Das denke ich dann auch mal so die Taktik. Man muss aber aufpassen, weil dieses Spucken, das verbraucht Nahrung. Weil man logischerweise was auskotzt und dadurch halt Nahrung verliert. Und das kann dann auch schnell gefährlich werden, wenn man es zu oft macht. Achso, und wenn ich schon mal dabei bin, man kann übrigens jetzt auch Männchen oder Weibchen auswählen. Das geht, glaube ich, auch bei allen Dinos, oder? Yep. Ja, ziemlich cool. Aber leider kann man noch keine weiteren Anpassungen vornehmen am Skin. Ja, kannst mich mal anspucken. Jetzt bin ich quasi blind. Man sieht fast gar nichts mehr. Und mit E kann ich das jetzt aus meinem Gesicht reiben. Das ist ziemlich cool. Und in der Zeit kann er halt abhauen. Oh. Kannst mal eben die Schreie machen. Ja. Dass ich mir die auch mal angucken kann. Also der Broadcast. Ja. Dann freundlich. Oh, ist voll süß wieder das mit diesen... Was ist das da in seinem Kopf, diese Dinger? Die Federn. Die bewegt. Ja, die sehen voll niedlich aus. Dann aggressiv. Kleine macht auf dicke Hose. Und Hilfe. Oh. Und natürlich der F-Call. Süßer Dino, also gefällt mir richtig gut. Also bei diesem Hypsilophodon, war das richtig? Ja. Bei dem ist es so, dass es die weibliche Variante genau gleich aussieht. Und der ist momentan immer direkt full adult. Das heißt, den gibt es nicht als Baby. Und die Riechanimation soll sehr süß sein, meinte Suko. Das ist ja echt niedlich. Wie er seinen Kopf so bewegt. Richtig cool. Also der gefällt mir gut. Der ist richtig niedlich. Oh mein Gott. Hey. Rechtags. Also der ist schon mal sehr cool. Der zweite neue Dino, der hinzugekommen ist, ist der Carnotaurus. Der sieht aber fast identisch aus, ne? Zum alten The Isle. Oder so? Jein, der ist ein bisschen kräftiger, würde ich mal behaupten. So, war der vorher ein bisschen schlanker, oder was? Der hat die Waden meines Ark-Charakters. Sehr gut. Ja, wir können mal eben schnell die Schreie durchgehen. Wie das aussieht. Die sind aber schon identisch, oder? Ja, so gut wie. Das hört sich an wie... Legacy. Ja, das waren die drei Schreie. Haben sich nicht geändert. Der kann auch ganz normal rennen. Wie vorher auch. Wahrscheinlich schnappen. Ja. Und was kann der noch? Der hat irgendeine Special Ability noch. So eine RAM-Attacke. Und die geht jetzt wie? Das muss man einmal kurz erklären. Du musst sprinten und dabei Rechtsklick gedrückt halten. Während ich sprinte? Ja, während du sprintest. Du musst aber... Okay. Komm, drück jetzt weg. Mal. Drück jetzt. Ich drück schon die ganze Zeit. Ach so, ah. Oh mein Gott. Du hast mich einfach... Ich hab dich einfach direkt gesnackt. Okay, das sieht noch ein bisschen weird aus, wie er den im Mund hat, aber das ist cool, dass ich dich so... wie der Körper fliegt. Okay, geil. Ich hab einfach deinen Arsch im Gesicht. Okay, was kann ich jetzt hier mitmachen? Einfach ablegen oder wie geht das? Ja. Ah, mit E. Nee. Hä, welche Taste muss ich drücken? G. Okay, kann ich dich auch wieder aufnehmen mit G? Ah, tatsächlich. Okay, aber das war jetzt nicht wegrammen, oder?
Das war Weltkram. Achso, dann hebe ich dich direkt auf, sozusagen, in mein Maul und one-shotte dich. Desto mehr Speed du aufbaust, desto mehr Damage machst du. Man kann auch größere wegrammen oder ist das nur bei kleineren? Du kannst auch größere, also ich glaube Raptor kannst du. Ich kann mal Tenno ausprobieren. Ja, nimm mal den Tenno. Aber ich wollte noch was vom Drio zeigen, das kennst du ja noch nicht. Gerne. Wollte Den ich noch Drio habe ich mal. auch noch gar nicht gespielt. Soll ich machen? Nicht hinterherlaufen. Achso. Ah, der kann so springen, ne? Das ist ein Ausweichmodus. Ah, das ist cool. Sowas ist natürlich praktisch, ne? Wenn man dann schnelle Kehrtwenden machen kann. Kann der denn sonst noch irgendwas Besonderes? Weil der ist ja schon länger drin, aber den habe ich noch gar nicht Nee, gespielt. Ich muss übrigens auch nochmal anmerken, dass das Spiel optisch hübscher geworden ist. Also es ist um einiges schöner als wie es war, weil es damals released ist. Bambock! Okay, ich bleibe aber an dir hängen. Aber ich habe dir Schaden gemacht, ne? ja, du hast ein Bleed gemacht. Genau, du blutest jetzt. Das ist, glaube ich, auch neu, ne? Wo sehe ich das Bleed? Keine Ahnung. Wo sehe ich, wie viel Bleed ich habe? Ich sehe aber, dass du hier ein Ja, Blutlatschen ja. hinterlassen hast. Warte, ich beiß dich nochmal. Aua, Lauf mal ja, ich jetzt hab weg. Bleed. Okay, und woran siehst du das? Auch wieder an diesem Bildschirm, den man schon kennt von The Isle, oder? Ja, ich habe jetzt auch ein Blutungssymbol. Okay, aber ich sehe jetzt keine Blutung hinter dir, also dass du noch tropfst. Doch. Mal hier auf dem Ach doch, Boden. so ganz kleine. Ja, stimmt. Oh ja, hier ist auch Die einen dickeren Flatschen werden hinterlassen. halt größer, dass sie dann mal stehen bleibt. Ah, interessant. Kann ich die jetzt auch erschnuppern? Man muss ausprobieren. Oh ja, oh, das ist ja richtig praktisch. Okay, das ist Aber nice. wie hielt man denn Bleed? Muss ich jetzt. Hinlegen wahrscheinlich, ja. Jo, alles klar. Oh, jetzt sehe ich das Blutungssymbol. Okay. Also wenn du dich hinsetzt, geht also der Balken runter quasi. Ach, dieser Kreis da drum wahrscheinlich, ne? Nee, das Blutung, also der Ich habe Tropfen meine geht Tage. runter. Sehe ich denn auch, wie viel Blut ich habe? Nee. Oh, jetzt liege ich schlafen. Ah, und so kann man sich ausloggen, wenn man schläft. Das ist Ja, ja auch so lockt interessant. man Safe Lock. Also bei mir geht der Bluttropfen leider gerade nicht runter. Aber ich glaubte das wohl. Vielleicht ist es beim Kanon auch noch nicht rein drin oder so, wer weiß. Wie das aussieht mit dem Blut. Richtig übel. Ja, und man soll sich Matsch suhlen, damit das schneller heilt. Okay. Aber hier ist gerade nur so Matsch. Das finde ich ja cool mit dem Anjumpen auch, ne? Sieht nice aus bei dem Kano. Ich frage mich nur, wie du dich dagegen wehrst. Wahrscheinlich laufen oder so, ne? Ja, Ja, siehst über du? Ausdauer. Da kann ich dich runterschmeißen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Ist ja Gott. richtig RIP, wenn du dann runterfällst. Er ist ganz schön wendig, der Kano. Alter. Easy weggesnackt. Eine neue Sache gibt es auch noch. Man kann jetzt, wenn man G gedrückt hält oder nur kurz drücken. G gedrückt halten. Okay, wenn man es gedrückt hält, kann man Fleischstücke rausreißen aus seinem Gegner. Wie das aussieht, what the fuck? Einfach so ein richtig starres Stück Fleisch im Mund. Das werden die wahrscheinlich noch ein bisschen schöner machen, aber es ist cool, dass es die Funktion gibt. Kann man das dann auch ablegen oder wie funktioniert Kannst das? es eh mit E instant essen. Mit E Instant Essen kann man es auch ablegen mit G? Ja. Ja. Cool. Ah, dann sieht es aber besser aus, ne? Dann bewegt es sich auch ein bisschen. Oh ja, jetzt bewegt sich es, wenn ich es wieder aufnehme. Ah. Okay, das scheint noch verbuggt zu sein. Die Textur ist noch nicht so schön von dem Fleisch, aber. Ah, guck mal, jetzt bewegt es sich auch, ne? Ja, genau. Jetzt funktioniert das. Mit E kann ich es jetzt essen. Ja. Okay, das sieht alles noch sehr weird aus. Aber immerhin funktioniert das schon. Das ist auch schon mal cool. Und der letzte ist der Stegosaurus. Das ist jetzt das Männlein. Ich glaube, das Weiblein hat diese roten Dinger nicht, ne? Bei den Ja. Platten. Richtig cool. Da gehen wir auch mal schnell die Schreie durch. Broadcast. Friendly. Und einmal aggressiv. Ich hoffe, da. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, da bewegt da hinten seinen Schweif so ein bisschen. Macht er aber zum Glück. Ah, finde ich cool. Und F haben wir auch noch. Nice. So, und was kann der jetzt noch? Der kann einmal schnappen mit linke Maustaste. Und der kann schlagen mit seinem Schweif. Das macht echt viel Damage. Ich kann unter anderem auch kleinere Ziele, so wie diesen kleinen Raptor da, einfach aufspießen. Hey, Rechtax, runter mit dir. Ja, komm mal her, ich piek's dich mal auf. Wie das aussieht, das ist echt geil.
Jetzt kann ich dich sogar noch ein bisschen mittragen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du runterfällst, wenn ich sprinte oder so. Ja, okay. Du rutschst dann auch nach einer Zeit runter. Finde ich aber witzig, dass man jemanden aufpieksen kann. Kann der sonst noch irgendwas? Der kann doch bestimmt auch irgendwie fressen oder so, ne? Wo ist denn hier was zu fressen? Ach, der kann ja auch normal grasen, weil die Eil, stimmt. Oder wie klein du bist. Grasen. Kannst während des Gehens grasen? Sehr witzig. Das wusste ich gar nicht. Ist das auch neu? Statt dem Trio-Update. Ja, cool. Ja, ich habe ja seitdem nicht mehr gespielt. Das ist eine coole Sache. Das ist auch sehr atmosphärisch, finde ich, wenn man dann so eine Herde sieht, die so da grast und langläuft. Sehr, sehr nice. Oh. Kleiner Vogel snacke ich auch mal eben mit. Gar kein Problem. Okay, der ist cool, der Stego. Also ich bin wirklich beeindruckt von dem Update. Ich war ja wirklich von The Isle eher so abgeturnt nach dem Release von Ivrima. Aber ich muss sagen, es sieht jetzt grafisch um einiges besser aus. Hat sich viel getan. Vier neue Dinos mit dem Dryo. Den habe ich auch noch nicht gespielt. Also es gibt jetzt einiges an Content. Und die spielen sich echt cool. Und die haben coole Angriffe und Funktionen. Was ich nochmal eben ausprobieren will, ist eben Matsch zu suhlen. Wo ist denn hier Matsch? Hier hinten. So sieht dann nochmal die Matsch-Suhlen-Animation von dem Stegosaurus aus. Er legt sich schön hin. Oh, das ist ja cool. Und reibt sich ordentlich ein. Oh, der schmeißt sich ja richtig auf die Seite. Und ist jetzt auch voll dreckig. Voll nice. Ja, das ist cool. Hier haben wir nochmal einen kleinen Gegner. Den spießen wir nochmal schnell auf. Und das hinkriegen? Ja. Nochmal schön Sucho snacken. Und ja, Leute, das ist das neue Update von The Isle Ivrima. Ich bin wirklich beeindruckt. Du, Sucho, ist leider gerade AFK. Aber vielen, vielen Dank, Sucho, an dich, falls du das siehst. Danke für die Hilfe. Und dein Kanal ist natürlich, oder der Kanal von Du, Sucho, ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Check den ab, der macht auch Videos zu The Isle, Ark und so weiter. Und ja, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.